As of this hour, the number of infected civilians is approaching half a million. Fine. Can you, can you pass those out for me? Sure. But they are working around the clock on a cure for this deadly disease. The citywide quarantine is being heavily enforced by Sable International, who maintain tight security over all transit points. Throughout the city, police and Sable agents continue to battle with Rikers and Raft escapees. Meanwhile, Mayor Osborne has gone on record blaming Spider-Man for the prison break and citywide sickness, and branding him a fugitive. But he has yet to provide evidence. And many believe the mayor is just deflecting blame, since an exclusive report by the Bugle revealed that this disease originated in a secret, unregulated Oscorp laboratory here in Manhattan. Mayor Osborne insists that Oscorp turn it off NDC on an anti-serum, but has not provided any further evidence to support this claim. Dr. Octavius, why? How did I let this happen? Just got a call from the hospital. They said you went AWOL. Need to get back to work. The doctor said you still have 14 broken bones. Which means I have 192 non-broken ones. Thanks for taking care of me, by the way. The hard part was keeping you hidden from Sable. They've branded you a priority target, you know. I humbly accept the honor. What is happening to our city, Yuri? I don't know. Feels like the end of the world. Maybe it is. Willkommen zu Prototype 3, würde ich mal behaupten. Kommt einem noch sehr, sehr bekannt vor. I'm here to help. Good. There's gangs of escaped prisoners banding together and taking over entire city blocks. Looting, strong-arming local residents, you name it. I'll take care of him. What else you got? The mayor told Silver Sable to do whatever it takes to find Lee and Octavius. So she's just rounding people up indiscriminately, holding them captive in bases around the city. I've even heard rumors of enhanced interrogation tactics. You mean torture? Don't worry. I'm on it. This is our city, Yuri. It's time we take it back. Great. My men are tracking the supervillains. I'll update you when we make progress. For now, do your best to stabilize the city. Einfach gesagt, als getan, ey. Complete Sable outposts and prisoner camps to earn base tokens. Okay, und damit haben wir zwei weitere Sachen freigeschaltet, die man in der Welt machen kann. Interessanterweise, es gibt aber immer noch einen Punkt, der weiterhin hier als unlocked definiert wird, oder als locked definiert wird, so rum, den wir erst noch freischalten müssen. Das ist wirklich interessant. Da unten sind also wirklich noch weitere Crime-Tokens, die man bekommen kann. Ich will ganz bewusst einfach nur so ein bisschen gucken, ob nicht irgendwie noch anderswertig. Also es sind immer wirklich noch unlocked, das wir immer noch nicht bekommen haben. Okay, dann würde ich natürlich mal sagen, perform 10 Air Yanks und perform 5 Stealth Takedowns. Gucken wir uns auch mal einen von denen an, dadurch, dass wir ja eh jetzt hier erstmal wieder so ein bisschen von der Story her so gezwungen werden, weiterzumachen. Oder nicht weitermachen zu können, so rum. Oh cool. Dann hat man natürlich hier gleich wieder jemanden gesehen gehabt. Yuri, I've got eyes on a mob of Riker's escapees. They're hunkered down for the long haul. I'll send a team. But with all that's going on, it might take a while to get enough of my people together. I don't want to think about what these guys could do in the meantime. I'll handle it. Dass ihr das nicht hört. Okay. Hier fangen wir auf jeden Fall gut an mit den Stealth Takedowns. Ja, hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier ist nämlich einer, der es hier hingeschafft hat. Und wichtig ist, den will ich sofort ausschalten. Bevor der irgendwie Alarm schlägt. Denn wenn man selbst den hier ruhig ausschaltet, aber jemand es mitbekommt, dass hier zum Beispiel Spider-Man ähnliche Sachen zu finden sind, das reicht manchmal schon aus. Muss ich, dass die Vögel sich da niedergelassen haben. So, meine Frage ist, okay, der hat nicht als Stealth Takedown gezählt gehabt, aber das geht soweit erstmal noch in Ordnung. Was ist die Idee? Und es sind natürlich mehrere Knochen, die noch gebrochen sind.
Da wurde er wirklich gut auf ihn eingeprügelt. Und wo man natürlich auch da wieder nochmal so ein bisschen hinterfragen muss, warum der uns nicht umbringen wollte. Vermutlich immer noch so als Verbindung zu Peter Parker. Weil er denkt ja wirklich, wir sind ja einfach nur sein Hersteller. Das ist ein extrem großes Gebiet. Das ist wirklich beängstigend. Aber man sieht, da sind wirklich immer noch Sniper, die man ausschalten könnte. Wenn man sich also hier so ein bisschen clever anstellt. Moment, den könnte man von hier so kriegen. Bonk. Sehr gut. So, für den Rest brauchen wir Air Yanks. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich tue mich noch mal immer so ein bisschen schwer, trotz all der Zeit, die wir jetzt hier investiert bereits haben. Weil Yank ist zum Beispiel das da. Genau. Was ist denn wiederum ein Air Yank? Da muss man wirklich hier zu Air Moves, glaube ich, übergehen. Air Yank. Einfach nur in der Luft und dann, okay, einfach hochziehen. Alles klar. Wichtig ist mir jetzt natürlich, wir wollen hingehen. Nope, das war nicht meine Idee. Aber sofort halt in den Kampf übergehen, damit wir möglichst viele Leute haben, die wir so kriegen können. Ja, logischerweise, das ist natürlich jetzt hier auch wieder erstmal eine simplere Mission. Aber ich denke, eine von denen zu zeigen, geht grundsätzlich in Ordnung. Und goodbye. Okay, den kann ich euch so ausschalten, wenn wir die Dinger eh schon haben. Was für die beiden. Dann ist hier wichtig, sich zu beeilen, bevor der hier irgendwie wegrennt. Ja, da ist mir relativ wichtig, dass wir... Wow. Also die Stäbe können zum Teil auch fies sein. Uh-oh. Yikes! Der war fies, weil ich dem nicht wirklich ausweichen konnte. Haha, der klebt schon an der Wand und der hört nicht auf, den einzuprügeln. Arme Sau. Okay, zwei noch. So, ich sollte mal ganz kurz wirklich hier auf das hier umschalten. Einfach nur, um den mit dem Raketenwerfer ganz speziell zu stoppen. Okay, sehr gut, damit haben wir das. Und jetzt können wir das Ganze auf normale Art und Weise spielen. Okay, da mal ganz kurz irgendwie hoch. Genau, gerade die Fieslinge mit dem Raketenwerfer auszuschalten. Die brauchen wir jetzt hier wirklich nicht. Close range, ey. Lass nicht bitte böse. Spider-Man, from what I can tell, factions that existed within Rikers have stayed together now that they're out. Explains why they're forming multiple strongholds instead of just one big one. They don't trust each other. Works to our advantage. They're clumped together, but not so many they can't be dealt with. Easy for you to say. I gotta go. Ja, hier haben wir ein Element, das im Endeffekt in jeder dieser Situationen vorkommt. Und zwar, dass man immer so ein paar Informationen bekommt, warum oder wie das Ganze hier genutzt wird. Au! Okay, wir können wenigstens so ein bisschen uns hier wieder heilen. So, den mit dem Schild ganz kurz so entfernen. Oh, schade. Ich hatte gehofft, dass ich den weiterhin so hätte angreifen können, aber der Zug ist scheinbar abgefahren. Oh, und da ist auch der erste Dicke, wo ich wollte schon fragen, wo bleiben die? Okay, sehr gut. No, what are you doing? Der sagt ja, der Fokus ist ready. Ich drücke die Fokustaste und das Spiel meint, irgendwas anderes zu machen. Ja, okay, jetzt ist die Fokussache auf einmal nicht wieder ready. Cool. Und jetzt hat er einen anderen gewählt, als den ich haben wollte. Cool.
Okay, mal ganz kurz hier so ein bisschen. Okay, jetzt ist Revik. Nice. Oh. Ja, gut. Ganz kurz auch hier mal wieder das, was wir aufgebaut haben, als Heilung nutzen. Ich sehe so überhaupt nichts. Ja, stimmt, das tut's ja wie immer nicht. Nope, das ist die Kamerataste. Das ist weiterhin die Kamerataste. Interessant, dass er das Falsche eingesetzt hat, obwohl... Ah, ich liebe es, die hier auf den... auf diesen Runways, die sie gebaut haben, die zu treffen. Come on. Wer ist es noch? Einer angeblich noch. Unten irgendwo. Okay, zum Glück konnte ich den so treffen. Puh. All clear for the cleanup crew. Tell locals they can go to the bodega now. Nice work. Things are hard enough in this city without it turning into a giant prison yard. Okay, damit haben wir das Ganze abgeschlossen und haben wir jetzt hier schon irgendwie eine Sache bekommen, wo es hieß, wir können weitermachen? Scheinbar nicht. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz, dass wir vielleicht noch eine der Sable-Sachen machen, wenn ich sie dann finden würde, hier ganz oben. Alrighto. Ja, und da war dann gerade das Beep Beep zu hören, genau. Spider-Man, the Raft MVPs are back on the grid. I should have recorded this. Now, get to a vantage point in Midtown and I'll explain. On my way. Is it Octavius? No, two of his flunkies, still searching for the doctor. I have to be honest. That one scares me. Might be the smartest supervillain I've ever encountered. Yeah, that's what I'm worried about. Hold tight, Captain. Okay, logischerweise, wir stürzen uns eher auf die Hauptmission, anstatt von irgendwelchen Nebensachen, die vermutlich halt relativ simpel und uninteressant sind. Okay, Captain, got eyes on. Fill me in. Rhino's assaulting the Upper West Precinct. Electro's at the Upper East. We need you to turn the tide. Head to either. They're both equally screwed. All units, we have officers pinned down by snipers. Okay, logischerweise hier tauchen noch andere Sachen nebenbei auf, die ich ganz kurz ignorieren darf. Hier zum Beispiel der hohe Punkt ist für mich eher sehr unangenehm gewesen. Es war zwar cool als Überblick, aber im Endeffekt von dort aus kann ich nirgendwo ernsthaft hinschwingen. Oh Gott. Are you available? We need help at Feast Sister's side of town. The Veterans Center in Harlem. What's wrong? Men from Rikers are demanding food and supplies. The staff are barricaded inside, but they need help. Miles and I are headed there to evacuate the staff. Don't do anything until I get there, May. I'll meet you in Harlem. May sounds exhausted. And dying. I hope she isn't sick. She is. Need to help Yuri, then get to Harlem. Okay, man sieht, hier sind überall... All units, armed fugitives are assaulting a police transport. Oh boy, hier sind so viele Sachen, die aufkoppen. Yuri, I'm nearing the Upper East Precinct. Good. Electro and the demons are boxing my men in. The setup is complicated. You'll understand when you get there. Yuri Watanabe, master of suspense. All units, reports of looting at an emergency supply station. Please mobilize on Museum Mile. Oh boy. Mal gucken, was hier jetzt passiert. Electro ist natürlich einer, der durchaus gefährlich ist. This isn't good. Transformers are charging the building, trapping the police inside.
Yuri, complicated was an understatement. I'm gonna have to disable these transformers to free your men. Even if you manage that, they'll still need your help with the demons. That's why I'm here, ready to serve all your electricity and demon-related needs. Okay, das hat leider nichts getan. I would like to, but it's not doing anything. Now it is. So, eine Sache sollte ich vielleicht machen. Einfach, um mir die Situation so ein bisschen angenehmer zu machen. Und zwar... Ach, verdammt, das ist noch so viel hin. Und ich habe nur 2 Punkte. Okay, dann arbeiten wir uns hier einfach hin. So nach und nach. Den Helikopter hier irgendwie ausschalten zu können, wäre angenehm hilfreich. Man, I did not miss dealing with Electro's elaborate supervillain antics while he was in the raft. Trapping the police with a network of energy transformers? Who does that? What are you aiming at? Oh, goddammit. Okay, dann mal ganz kurz hier das zurückgreifen. Warum kann ich den nicht greifen, aber andere Dicke schon? What? Schön daneben geballert. Ah, boy. Also, ist immer bei mir leider der Fall. Immer wenn Demons auftauchen, ich tue mich gleich 10-mal schwerer. So, jetzt kann ich den nehmen. Vielleicht hatte ich den nicht vollständig gegriffen. Bye, bye. Ja, hast du gesehen, da wurde dann dagegen geäumelt. Ich hatte auf das Rote geachtet und nicht realisiert, dass das Stühle sind. Goodbye. Oh, nicht schon wieder die Dreckskinder. Ich hasse die wie die Pest. Weil die irgendwie machen können, was sie wollen. Immer. Das ist immer das Gleiche mit denen. Die können machen, was sie wollen. Deswegen, die Mission wird schon wieder gleich fehlschlagen. Weil ich von denen mit den Schwertern zerstört werde, weil die Schwerter irgendwie unverwundbar sind. Hier, ich bin der Sache ausgewichen, wurde trotzdem getroffen. Could you stop already? Ja, deswegen auch, dass die auch einfach Sachen ausweichen, als gäbe es da keinen Morgen. Nervt mich unendlich. Und dieser ist da unten. Oh, great. Wo all die anderen... Ja, natürlich, ich krieg den meisten Schaden, während ich einfach nach auf dem Weg nach unten war. Deswegen, ich sterbe hier einfach, bevor ich was machen darf. Come on, go down. So, hier, kleb dich an dieses große Ding da dran. Du bist vermutlich tot. Wow, schön das Ausweichen... Während die mich angreifen, nicht zählt. Eieieiei, weg da. Oh, hi. Police are free, but demons aren't backing down. Need to lend a hand. Of course I have to. So, das bringt mir alles nichts. Trip Mines sind lustig. Bin auch meines Erachtens nicht so hilfreich, dass sie ernsthaften Unterschied machen. The hell? Hat der, ist der in die Luft geflogen? Sind jetzt neue Gegner dabei? So, ganz bewusst. Jetzt müssen wir hier gucken, dass die, die am Boden liegen, dass wir die gleich festäumeln. Denn wenn die erstmal am Boden festkleben, dann haben die nichts mehr zu lachen und die automatisch ausschalten. Ah, ist einer mit einem doofen Schild. Zum Glück kann ich die mittlerweile in der Luft angreifen. Units with riot gear. Yuri, your men are safe. What's next? Get to the upper west side. We're trying to shelter civilians, but Rhino isn't making it easy. He never does. On my way. Ha, okay, also wir haben jetzt hier nicht sofort Elektro ausgeschalten. Was ich sogar gut finde. Voicemail. Call you. Things at the veteran
center are not good. Convicts are trying to break down the doors. Mary Jane's here, but we're getting people out to the basement. We need more help. I hope you can get here soon. I need to finish with the precincts fast and get to Harlem. Okay, also da ist natürlich zu erwarten, dass da auch irgendwie noch irgendwas für ihn schief läuft, wo er sich dann noch mehr Vorwürfe macht. Ja, das ist ja so mehr oder weniger der komplette Witz von Spider-Man. Dieses Balancing von seinem privaten Leben. Oh cool, die folgt mir weiterhin, die Rakete. Und halt dem Superheldenleben. Rhino's on the move, but former guests of Rikers are laying into your police barricades. I'm gonna even the odds. Do it. If those barricades fall, the people inside are done for. Welcome to the party, Iron Man! Hello! Stehe vielleicht nicht im Feuer, danke. Nice, ich hatte den da gerade festgeklebt, um ihn dann wieder zu befreien. Wow, hi! What's up, my man? Sehr gut. Ja, und da ist natürlich dann so ein weiterer wichtiger Punkt. Yes. Den man einfach anmerken muss. Never seen Rhino walk away from a fight like this. He must be working on orders from Dr. Octavius. Making quick hit and runs on the city's emergency response teams. Und zwar, die haben ja alle neue Equipment bekommen. Und wenn man dann so sich so ein bisschen zurück erinnert zu Doc Ock, der hat das alles für die erstellt gehabt. Und wir haben das mehr oder weniger live miterlebt. Und das ist natürlich bitterböse zu sehen, dass die Befürchtungen, die wir hatten, natürlich schon bei weitem früher eingetroffen sind. Oder vielleicht schon sogar vorhanden waren, wo wir sie dachten, sie würden erst langsam auftreten. Ich weiß, man kann mit einer Doppeldrucktaste. Oh, wow. Ah, das war Concussive Blast, ne? Ja. Ja, die Dreckskinder haben jetzt hier ebenfalls. Au. Die Sachen von Herrn Lee. Natürlich. Wo ich natürlich dann jetzt schon wieder mir Fragen stelle. What are you doing, Spider-Man? I don't know. Ob die nicht schon seit längerer Zeit zusammengearbeitet haben. Da oben sind die Sonderwelt. Spider-Man! Up top! Not gonna let that happen. I'm on it. What are you doing, Spider-Man? Und was wurde ich da gerade getroffen? Von denen da drüben? Ernsthaft? Immer doch. Bye bye. Oh, great. Ernsthaft, jetzt muss ich mich auch noch um die kümmern. Super, der ist noch nicht mal besiegt. Aber bitte sag mir jetzt nicht, dass die alle ultra nervige Gegner jetzt werden. Naja, die tauchen jetzt hier alle auf und deswegen, man würde gerade denken, wenn man mit dem Zeug hier arbeiten würde, dass man die
Schön da aus der Luft geholt. So, hier ist niemand mehr. Gut. Wer war das denn jetzt schon wieder? Ah, du. Genau. Schön festkleben und dann nochmal schön mit einem Knee Drop da hinterher. God damn it. Was du denn schon wieder? The hell? Ach, come on, Spider-Man. Du hast deinen Gegner ganz klar gesehen gehabt. That's it for Sable's airborne commandos. Now to mop up the rest of the Riker's escapees. That way. Yuri, precinct is secure. And I just found out what it means to be Sable's priority target. Not fun. That'll teach you to piss off international mercenaries. Guess so. Okay, I need to sign off for a bit. Call me if things go south. Will do. And thanks. You've given us a fighting chance. Okay. Need to hustle to Feast's sister site in Harlem and help May. Peter, thank God. We need you at the Veterans Center. Where are you? I got held up. Are you okay? What's happening? The convicts started a fire. We got the building staff out, but May and Miles are trapped inside. I'm trying to find a way into them, but the fire's spreading so fast. Stay where you are, MJ. I'll handle this. Damn it. Move it, Pete. Move! Wir gehen nur ganz kurz hin, passen unseren Suit an. Ich denke, für den Rest des Spiels werden wir tatsächlich einfach mal wieder her auf den 0815 Standard-Suit übergehen. Also 0815 halt den Original oder den aktuellen Original-Suit. Ja, Eyes out for me, genau. Nicht die anderen Idioten. Peter, Fire and Rescue's on the way. I found a fire escape that'll get me. MJ, stay back. I don't want to have to rescue you too. Peter, don't be crazy. Wait for help. May! May! Here! We're over here! I got you. Hang on! Hey, May, you alright? Get to the window! It's too far! Hold on! Just brace yourselves! Come on, you stupid piece of... Come on, May! I've got you! Oh my God! Go! Go! Miles! Come on! No! May, okay? Everyone is safe. MJ, if it weren't for you and Miles, I would have been... As dead as I would have been the last 8,500 times you saved me. Pretty sure I still owe you a few. That's smart. Hey. I'm sorry I screwed things up. It's just... hard being the one who always gets saved, you know? Sometimes I want to do the saving. I'm sorry I made you feel like you couldn't. Still partners? Always. Hey, so I didn't know if, you wanted sparkling or
or flat, or spring, or mountain spring. So I got one of each. Am I interrupting? No. MJ, Ms. Watson, and I were just talking strategy. Strategy? That's right. The city is in danger. It needs our help. All of our help. All right, well, call the play, coach. Okay. Divide and conquer. Ms. Watson, we need an anti-serum for Devil's Breath. Oscorp's developing something, but there's no way they can keep it safe from Octavius and Lee. We need to find the cure and protect it. I'll chase down some leads. Miles, you need to be my eyes and ears at Feast. Anything goes wrong, call me. We need to keep that place and the people there safe. All right, you got it. What are you gonna do? Gang of costume nutjobs is taking the city apart piece by piece. Time I return the favor. All right. Hey, wait, how do I call you? I mean, do you have like a cell phone in your pockets or something? Ms. Watson can give you my number. Good luck, team. Do you have his number? Are you Spider-Man's girlfriend? That'd be so cool. Come on, Sherlock. Show me what you got in this water smorgasbord.